Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zoo 2 Animal Park. So, wir fangen hier erstmal wieder mit dem Standardprogramm an. So, dass es hier allem wieder gut geht. Und dann hatte ich heute auch mal noch vor, einen Besuch zu machen. Ich hatte erst letztens noch einen Besuch versaut, wo ich aus Versehen zu früh wieder gegangen bin. So, schauen wir mal. Ich glaube, ich habe alles gegossen, ne? Sieht positiv aus. So, Fußbälle sammeln wir auch direkt ein, dass direkt die Wartezeit für die nächsten Fußbälle wieder abläuft. Ja. Können wir sonst noch irgendwo schon neue einsammeln? Hier. 8 Stück, das hier dauert noch ein bisschen und hier können wir auch schon 8 Stück einsammeln. Gut. Alles klar, denn wir wollen ja die Fußbälle noch zusammenbekommen. So. Momentan, also jetzt zum heutigen Zeitpunkt, nehmen wir jetzt gerade, wann nehme ich denn auf? Am Donnerstag sieht es für Zoo tatsächlich sogar einen kleinen Ticken besser aus als für School of Dragons. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Spielgerät ist kaputt. Ja, das machen wir natürlich wieder heile, damit die Hälschen hier was zu spielen haben weiterhin. So. Da muss noch Futter rein. Einmal Mampf. So. Oh, der arme Gorilla hat gar nichts. Der Panda möchte immer spielen. Habt ihr euch mal Videos angeguckt von Pandas? Die sind derart verspielt, das ist einfach nur so herzlich zuzugucken. Ich liebe das total. Also Pandas sind echt super, super goldig. Ich glaube, ich habe noch nie einen echten gesehen. Die sind ja doch relativ selten in Zoos anzutreffen. Also habe ich zumindest immer den Eindruck. So, hier müssen wir auch noch mal was reinschmeißen. Hier ist unser Koala-Gehege, ist fertig. Gucken wir mal, dass wir heute möglichst viel wieder hinbekommen. Da ich ja ganz gerne das Zuchtdingens noch bauen würde bis morgen. Ja. Und hier auch noch sauber machen wir den kleinen Schweinchen. Oh, dem geht sowieso nicht so gut. Müssen wir auch mal gucken. Wir kriegen, glaube ich, demnächst dann nochmal eins. Nee, das Schaf kriegen wir. Das Schweinchen braucht definitiv mal noch ein Mitschwein. Warte mal. Wir haben keins? Nee, haben wir nicht. So, für die 10 Gems. So. Gibt ja auch noch mal Ruf, aber das Schweinchen soll nicht alleine sein. Wir haben doch, meine ich, auch noch so eine Sule, oder nicht? Nein, doch nicht. Die kann ich aber kaufen. Gehege, Grasland, guck mal hier. Boah, ist aber teuer, 2000. Das wäre bestimmt interessant hier für die Schweinchen. So. 5 Spielgeräte gebaut. Guck mal, es gibt auch nochmal Erfahrungspunkte und auch nochmal ordentlich Münzen zurück. Und die Schweinchen können sich jetzt vor allen Dingen auch suhlen. In ihrer Spielgrube. Das ist doch mal was. Für die Kleinen. Hängen die fest? Ich glaube, die hängen fest. Ich stelle die mal gerade zur Seite. Was haben wir denn hier? Ich glaube, die hängen jetzt permanent fest. Das ist ein Männchen. Und das ist ein Weibchen. Das ist natürlich auch praktisch. So, aber hier... Oh, der Gorilla möchte spielen. Oder auch irgendwie nicht. Irgendwie ist der, weiß ich nicht. Der hängt da nur in seiner Ecke. Aha, jetzt geht er mal weg. Ja. Hier, Koala und so. Nee, das war ja das Grasdings für die Ziege. Hier soll der Koala rein. So, 10.000. Zahlen wir aus der Portokasse. Ja. Gut, wir haben auf jeden Fall wieder einen Besucher mehr dazu bekommen. Und nochmal ordentlich Erfahrungspunkte.
Welche Quest war das jetzt mit dem Koala noch gleich? Die haben wir abgeschlossen. Haben wir das nicht bekommen hier? Ein Waldtrog müssen wir noch platzieren. Ja, das ist doch kein Thema. Haben wir da noch einen oder? Ja, haben wir noch. Auch wie praktisch. So. Baue 10 Futtertröge haben wir damit auch noch abgeschlossen. Gibt's nochmal zusätzlich. Das Koala-Gehege ist toll geworden und ich sorge immer für genug Eukalyptus. Ich habe gesehen, dass wir immer noch diesen alten braunen, dass wir immer noch diese alten braunen Mülltonnen haben. Sollten wir sie nicht gegen moderne rote austauschen? Da passt doch doppelt so viel Müll rein. Na gut. Wenn es wichtig ist, rote Mülltonnen werden vermutlich auch besser aussehen. Okay. Dann müssen wir die Natur verkaufen und gegen die roten ersetzen. 5 verkaufen von den Naturteilen und 10 von den roten kaufen. Das kriegen wir schon hin. Ich muss mal gucken. So verkaufe ich die. Oder nicht? Nee, doch nicht. Ich habe die jetzt nur ins Inventar gepackt. Ach, das will ich immer nicht. Das ist ein bisschen nervig. Ich will jetzt nämlich gerade eigentlich noch keinen Besuch machen. Das finde ich immer sehr nervig. Aber ich besuche euch alle definitiv mal noch irgendwie. Dass ich, wenn ich irgendwie was anderes anklicken will, ich dann automatisch immer einen Besucher anklicke, wenn ich es gar nicht möchte. So. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal ein paar rote. Dass die Leute auch weiterhin hier die Möglichkeit haben, ihren Müll zu entsorgen. So. Das ist nervig. Ich muss Bluestacks. Jetzt habe ich schon wieder jemanden angeklickt. Ich will das gar nicht. Ich will einfach nur die Aufgabe abschließen. So. Wo war ich jetzt gerade? Da wollte ich noch einen hinbauen. Ich glaube, jetzt habe ich alle ausgetauscht, ne? Ich brauche noch 4 weitere. Und die kann ich jetzt alle verkaufen. Ich hatte genau 5 Mülleimer. Wie praktisch. Okay, 4 rote müssen wir noch verkaufen. Das kriegen wir doch irgendwie hin. So, hier, der kriegt noch seinen Eukalyptus da rein. Das hätte ich fast vergessen. Dann stellen wir mal hier noch einen neben. Rein theoretisch kann ich die doch auch einfach platzieren und dann erstmal wieder wegpacken, oder nicht? Dann habe ich die ja schon für wann anders noch im Inventar. Oh, diese Mülleimer sind wunderschön und das passt mehr rein. Danke dafür. Ja, das machen wir doch glatt. So, und jetzt kann ich nämlich erstmal alle wieder ins Inventar packen. So. Wir haben noch eine Truhe. Eine seltene Truhe. Und diese Freundestruhen können wir noch öffnen. Oh, ein Elchteil. Hier sind viele Tierteile drin. Sie können drin sein. Das ist ja hübsch. Oh ja, haben wir auch direkt das Teil für bekommen. Dann noch ein Teil fürs Wildschwein, ein Teil für den Elch und ein Teil für den Strauß. Wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich es auch nicht. So, was haben wir sonst noch? Warte mal. Ich kann auch noch eine Freundestruhe. 3 Stück kann ich öffnen.
Spielzeug. Hier können lauter Puzzleteile... Oh, haben wir direkt zwei Puzzleteile für dieses Bäumchen bekommen. Da können jede Menge von diesen Puzzleteilen drin sein. Und irgendwann bekommt man das dann auch. Okay. Und eine weitere noch. Und wenn wir so... Oh, für den Spielplatz. Nice. Direkt das Seltenste hier bekommen. Und wenn wir hier irgendwie so ein Puzzle abgeschlossen haben, dann wird uns das hier nämlich auch rot angezeigt, wenn wir was komplettieren können. Was natürlich auch sehr, sehr nice ist, dass wir dann eben nochmal was zusätzlich bekommen. Uns fehlt immer noch ein kleines bisschen fürs nächste Level. Kleines bisschen fehlt uns noch. Haben wir gerade noch eine Aufgabe, die wir relativ schnell abschließen könnten? Die haben wir abgeschlossen, die hier will ich noch abschließen. Zwei Graslandwasserstellen platzieren, können wir noch gucken. Ich glaube, das geht gerade sogar mit am schnellsten. So, dann können wir da oben eigentlich schon mal eine reinstellen. Hoppala, also wir haben ja hier noch so eine Graslandwasserstelle. So, und eine weitere. Die Pferde vielleicht noch. Ist auch ganz schön teuer. Man ist ja in Ordnung, der Preis ist ja durchaus gerechtfertigt, aber ist trotzdem relativ viel. So, sehr schön, saubere Tiere und weniger Arbeit. Müssen wir das hier auch noch mal ein bisschen verschieben. So, es wird hier mal alles gemütlicher, wenn wir mehr Platz bekommen hier drin. Alles klar, hätten wir das auch abgeschlossen. Gut. Was haben wir? Ach ja, das war unser Logbuch. Den Tundra-Wolf kaufen. Ja, das hier ist jetzt jede Menge Arbeit noch. Ich würde fast sagen, jetzt besuchen wir nochmal jemanden. Ich nehme jetzt heute gerade aber erstmal jemanden mit dem höchsten Level. Und dann haben wir, glaube ich, die Lisa mit 14 und Shibuyaki mit 14. Nee, hier! 15! Aber hatten wir nicht Melissa schon... Bei Melissa waren wir auf jeden Fall schon. Dann haben wir hier eben noch... Oh, ja gut. Besuchen die beide noch. Da war ein kleines Kaninchen. Oha, hier ist ja richtig eine Kanickelparty. So, hier die auch noch, die beiden. Und da ist das letzte. So, was haben wir denn hier alles? Hier haben wir die Kaninchen mit einem relativ großen Gehege schon sehr schön angelegt. Sind auch zwei kleine schon drin. Hier haben wir die Pferde, ist auch schon ein bisschen größer geworden, genauso wie das von den Schafen. Hier hinten haben wir diese Mitarbeitervilla. Sehr krass. Känguru, der Panda. Die Pfauen. Hier haben wir einen Schimpansen, hat auch ein schönes Gehege, sind zwei schon drin. Hier haben wir ein Wildschwein drin. Oh, aufs Wildschwein freue ich mich auch. Hier haben wir den Zuchtstall und auch so eine kleine Grillecke, so ein Picknickplatz. Und ein Schweinchen, das hat auch so eine Spielgrube. Und hier sind noch Schildkröten und Ziegen. Und die Ziegen haben auch schon Nachwuchs. Ah, voll knuffig. Da ich das jetzt aber eben voll verrafft habe, besuchen jetzt die Lisa auch noch auf Level 14. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, das ist eher ein bisschen pragmatisch angelegt, wie hier auch. Wie bei mir auch. Aber die Gehege sind teilweise auch schon größer geworden. Ich weiß, von den Ziegen ist auch schon ziemlich groß. Hier haben wir die Kaninchen, die haben auch schon Nachwuchs. Das hier ist noch leer. Oh, der Panda ist noch klein, ne? Da! Du sollst doch dein... Fliegen wir die alle weg?
Hallo? Jetzt hat er seinen Ballon. Hier haben wir auch schon Fußballdekoration, jede Menge hier. Ihr seid fleißig am Fußball sammeln. Guckt ihr eigentlich die WM? Ich freue mich schon wieder auf die WM, muss ich sagen. Hier haben wir auch ein Riesenkänguru. Die Schildkröten hier. Sitzt ein Koala drin. Drei Pfauen haben wir schon. Wow, der schlägt gerade sein Rad. Sehr schön. Hier haben wir die Schafe. Das hier ist auch schön. Ha, mit den Zäunen angelegt. Da ist anscheinend jemand an der Zaunaufgabe drin. Ja. Der ist so ein bisschen eher wie meine angelegt. Viele Gehege direkt nebeneinander. Gefällt mir gut, wie der so aufgemacht ist. Definitiv. Jetzt muss ich gucken. Ich muss noch irgendwie an die letzten Erfahrungspunkte kommen. Wie viel fehlt mir denn noch? 1513. Boah, wo kriege ich denn die her, vor Schreck? Ich könnte mir ein Schaf kaufen und das andere kriege ich dann ja, ne? Komm, kauf mal schon mal eins. So, es hat nochmal 750 gebracht, immerhin. Und 500 kriegen wir nochmal. Habe 20 Tiere im Zoo. Haben wir abgeschlossen. Und jetzt fehlen uns noch 263 Erfahrungen. Kriegen wir das noch irgendwie hin? So, hier so für 500 so einen kleinen Das hat nochmal 50 Erfahrungspunkte gebracht. Ach, davon kann ich ja gar keine mehr bauen. Ha, stimmt. Und hier so ein Trog noch. Den stellen wir hier mal so rum hin. Dann stellen wir den hier unten hin. Ja, komm, stellen wir den da hin. Nochmal 100. Jetzt fehlen uns noch 113 Erfahrungspunkte. Das wäre doch ganz schick, wenn wir das jetzt noch hinbekommen würden. Möchte das Schaf eine kleine Vogelscheuche haben? Ob es das jetzt so will oder nicht, es kriegt jetzt einfach eine Vogelscheuche. So. Jetzt haben wir nämlich auch unser Level up. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Wie nehmen wir den Steppenfelser? Fehlt nämlich da nur noch ein Puzzleteil für, oder? Nee, zwei Stück. Okay. So. Level 12. 4000 Münzen, ein Gem, ein Schaf haben wir noch bekommen. Außerdem den Graslandstall, das Zuchtzentrum, den Snackshop, den weißen Eisenzaun, den Waldbaumstumpf. Den Kiesweg haben wir jetzt bekommen und die Holzbank Natur. Eine Tierärztin in unserem Zoo. Ich hoffe, wir bekommen keine Schwierigkeiten. Guten Tag, ich bin Dr. Vogel und ich komme vom Amt für Artenschutz. Guten Tag, unseren Tieren geht es blendend, wie Sie sehen. Ja, das sieht alles sehr gut aus, aber Zoos sind auch verpflichtet, dem Artenschutz zu dienen. Wenn Sie den Zoo behalten wollen, müssen Sie sich um die Nachzucht von bedrohten Tieren kümmern. Sie meinen Tierbabys? In der Tat. Ich komme in 5 Tagen wieder, dann will ich Resultate sehen. Ach du Schande, wir müssen etwas unternehmen. Auf der anderen Seite, Tierbabys sind das Beste, was uns passieren kann. Auf geht's. Hasenbabys, ja, die vermehren sich auch am leichtesten. Zuchtzentrum platzieren und einen Stall Grasland platzieren. Wie groß ist denn der Stall fürs Grasland überhaupt? Der wird da eigentlich ganz gut hinpassen. Aber ich möchte gerne erstmal gucken. Das Zuchtzentrum kostet 10.000. Ja, guck mal. Dann brauchen wir nämlich noch 4.000. Ich wechsle hier nochmal ein paar Gems. So.
Dann kommt das nämlich dahin. Das war jetzt relativ kostspielig. So, das wechseln wir nochmal und dann würde ich hier gerne noch einen Weg hinbauen. Der kostet, der kostet deutlich mehr als der normale Weg. Huhuhuhu. Ich warte erst mal, bis das hier fertig ist. Das dauert ja 8 Stunden und dann gucke ich, dass ich da einen Weg anschließe. So, aber wir haben jetzt auch unser zweites Schäfchen. Zack. Und noch einen neuen Besucher. Ba, 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 ba. Und die Schäfchen freuen sich. Was haben wir hier? Ein Weibchen und ein Männchen. Oh, perfekt. Perfekt. Besser geht's doch kaum. Na du, das sind Schähmäfchen und Mähschäfchen. Ich hatte früher mal so zwei kleine... Kann ich die umbenennen? Nee, ich glaube nicht. Ich hatte früher mal so zwei kleine Niki-Schäfchen. Das schwarze habe ich tatsächlich Schähmäfchen genannt und das weiße war eben Mähschäfchen. Deswegen sind das jetzt... Das hier, das männliche, ist jetzt Schähmäfchen und das hier ist Mähschäfchen. So, also ihr Lieben, mit diesem wunderbaren geistigen Erguss meinerseits, aka Schwachsinn, verabschiede ich mich dann auch für heute von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und morgen geht's dann weiter mit einer weiteren Folge Zoo 2 Animal Park. Bis dahin, tschüss!